Hallo, herzlich willkommen bei GeoConcept. Ich bin der Stefan aus der Fernerkundung und wir sind jetzt im neuen Jahr 2024. Da stellen wir uns natürlich die Frage, was passiert mit unseren mittlerweile sogenannten Bestandsdrohnen oder Altgeräten, die wir ja nicht mehr so betreiben dürfen, wie wir es bisher gemacht haben. Das heißt, die Übergangsregeln von der EU-Drohnenverordnung sind ausgelaufen und alle Bestandsgeräte, wie die P4 RTK hier zum Beispiel, darf jetzt nicht mehr in der Kategorie A2 betrieben werden mit dem großen Drohnenführerschein, sondern die fällt komplett in die Kategorie A3. Das heißt, weit weg, 150 Meter von Industriegebieten, Wohngebieten, dergleichen. Und nur noch Drohnen unter 250 Gramm, das heißt im Endeffekt die Miniserie, die darf weiterhin in A1 betrieben werden. Aber alle anderen Drohnen fallen daraus, sind in A3 und müssen entsprechende Regeln einhalten. Anders sieht es aber mit den neuen Drohnen aus, sprich die Nachfolgergeneration, wie zum Beispiel hier die Mavic 3 Enterprise. Die sind ab jetzt schon von Haus aus zertifiziert. Das heißt, alle, die jetzt auf den Markt gebracht werden, müssen diese Zertifizierung haben. Es kann aber sein, dass noch Restbestände aus dem alten Jahr irgendwo auftauchen und die sind noch nicht nachzertifiziert worden. Das muss man dann selber machen. Ist aber halb so wild, das kann man ganz gut machen. Das würde ich jetzt ganz schnell mal an der Fernsteuerung zeigen, dass Sie sehen, wie das denn genau funktioniert. Für eine eigenständige Nachzertifizierung schnappt man sich einfach die Fernsteuerung, schaltet die Drohne auch dazu ein und geht dann links oben auf die Einstellungen, sucht weiter unten im Menü Service und Support. Und dann links im Bild die C2-Klassenkennzeichnung. Dort gibt man dann seine Adresse ein, meistens ist sie auch schon hinterlegt durch den Account und kann dann bei DJI die C2-Nachzertifizierung beantragen. Man bekommt dann relativ schnell Post von DJI, dauert so circa 1 bis 2 Wochen. In dem Brief stehen dann die genauen Anweisungen drin. Dem Grunde nach sind es 3 Aufkleber, die man an der Drohne anbringen muss. Wir haben den ersten Aufkleber vorne am linken Arm. Den zweiten Aufkleber an der linken Seitenverkleidung, hier im Fall der M3E die C2-Klasse und der letzte Aufkleber hinten im Batteriefach, wo noch einige Daten abgeklebt werden. Das wird dann so wieder zu DJI geschickt mit ein paar Bildern, die man machen muss und dann hat man seine C2-Zertifizierung fertig, bekommt noch das entsprechende Zertifikat und kann dann im neuen Jahr auch weiter in C2 fliegen und da wünschen wir gute Flüge und bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.